Hey Freunde, mein Name ist Belair und ich möchte euch herzlich willkommen heißen in meiner neuen Rubrik Masters Monday. Hier jetzt mit dem ersten Game für euch. Es ist schon ein bisschen was älter. Non Luxors gegen Marlin. Scheint hier ein Ladder Match zu sein. Ja, ne. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Custom war. Ich habe keine Ahnung. Ist auf alle Fälle DVP auf Deadwing LE. Und in dieser Rubrik werde ich einmal wöchentlich ein Game zeigen, das, beziehungsweise Custom, das Master und höheres Niveau hat. Und dann gibt es am Mittwoch halt noch den Wood League Wednesday. Da gibt es dann alles aus Diamant und niedrigen Stufen. Also ich hoffe, dass das Ganze hier läuft, funktioniert und dass ich nicht wieder irgendwelche Random Spikes drin habe. Die habe ich nämlich komischerweise nur, wenn ich Replays abfahre, so wie hier jetzt. Wenn ich live was caste, kein Problem. So, und da hoffe ich einfach mal, dass sich der Spieler hier von Non-Esports gut aufstellt und das Malen, die ich jetzt persönlich gar nicht kenne, da auch was Vernünftiges hinzaubert. Wenn ihr könnt natürlich selber Replays einschicken, damit ich hier was Vernünftiges caste. Und wenn ihr sagt, hey, das war total für ein Eimer, was du da gemacht hast, das kann ich wesentlich besser, dann zeigt es mir einfach. Schickt mal eure Replays an mario.maske@gmx.de und ja, freut euch dann demnächst drauf, wenn mein neuer Laptop da ist. Dann gibt es nämlich auch wieder bessere Aufnahmen. Das heißt, nicht mehr hier so, ja, dieses Low Quality, also gerade was die Grafik angeht, sondern dann gibt es das alles in HD und Hallihallo. Also wir sehen Mani unten. Scheint sich hier mit einer normalen Protoss-Exe erstmal ganz glücklich zu fühlen. Hier oben Luxus schon fleißig unterwegs mit einem SCV am Scouten. Hat hier keine Lust, irgendwie allzu sehr überrascht zu werden. Ja, Deadwing ist nun mal eine 4-Player-Map. Hier oben wäre noch eine Startposition gewesen. Und hier, jetzt haben wir glücklicherweise mal einen Crossborn. Das heißt, es könnte sogar ein relativ langes Game werden. Zweites Game kommt direkt mit dabei. Und hier oben. Ja, keine Reaper-Exe. Hier kommt ein Marine First. Und momentan, ja doch, Gas hat er schon. Es könnte Marine Heldenplay werden. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Ihr wisst ja, ich gucke mir die Replays nie vorher an. Das ist jetzt einfach nur Random Prediction. Wahrscheinlich ist es eh falsch. Jetzt hat er daran auf alle Fälle schon mal einen Vorteil. Er sieht, wo der Gegner ist. Weiß schon, okay, da ist... Zumindest jetzt weiß das noch nicht. Und ob da eine Expansion ist, weiß, da kommt jetzt der Membership Core. Wird sich dann wahrscheinlich denken, okay, der hat gerade unten Nexus bestellt. Ah, holt sich jetzt hier den Reaktor. Er weiß natürlich noch nicht, ja, wobei jetzt wird er sich wahrscheinlich denken können, okay, da kommt definitiv kein Oracle. Läuft ganz gut. Ja, sonst hätte er jetzt mit dem Reaktor natürlich erstmal Marines bauen können ohne Ende. Das wäre dann sein Hauptproblem gewesen, da nochmal an ordentliche Anzahl zu kommen. So kann er sich jetzt zurücklehnen, gemütlich seine Expansion nehmen. Und erstmal Makron. Das will der Protoss halt auch machen. Factory kommt hinten dran. Das wird dann bestimmt geswitcht. Ach Quatsch, das wird Marine. Das wird ein Marine. Widowmine Play. Würde ja auf alle Fälle Sinn machen, kurz die Factory switchen. Da muss er wahrscheinlich dann eh einen Techlab an Reaktor. An die Reacts dran basteln, um dann einfach auch Stim und Comet Shield und ähnliches an Start zu bekommen. Ich denke nämlich nicht, dass er unbedingt Mech spielen will. Und Marlin scheint hier Bock auf einen harten Tech zu haben. Da kommt schon die Robotics. Da kann er natürlich direkt in Kolos investieren. Oder erstmal bei Immos bleiben, je nachdem, was der Gegner fordert. Vielleicht auch ein Immortal Sentry Push, man weiß es immer nicht. Das wird man dann. Ja, okay, jetzt haben wir schon plus eine Forge in der Bestellung. Wird auf alle Fälle erstmal einen Observer geben. Das ist immer eine ganz gute. Ein ganz guter Punkt für einen Protoss, solange er weiß, was der Gegner macht, kann er sich immer relativ gut darauf vorbereiten. Und für Terraner ist es immer schwierig, sämtliche Observer halt aus dem Leben zu nehmen. So, jetzt sehen wir das hier. Da wurde geswitcht. Wir kommen allerdings Hellions. Weitere Marines kommen dazu. Aber mal gucken, was er damit anstellt. Starport kommt mit dabei. Höchstwahrscheinlich wird es einfach so sein, dass er hinten Marines reindruckt und vorne die Hellions. Dann drauf fahren. Also entweder draint er halt bei der Nexus Overcharge und kommt einfach wieder raus. Oder ja, vielleicht kann er sogar ein bisschen Schaden machen. Wer schon mal vier Hellions in der Eco gesehen hat, weiß, wie das ungefähr aussieht. Deswegen ist es auch nicht gerade ganz unwichtig, dass sich der erste Observer hier schon auf die Socken macht. Sich da ein bisschen auf der Map umzugucken. Er weiß halt, dass er nicht hier unten ist. Und hier oben. Was? Ich glaube, da hat er kurz die Marines gesehen, hat sich dann zurückgezogen.
Schau mal gerade aufs Income. Boah, ja, 8 Worker mehr. Das wird allerdings durch Mules ausgeglichen. Und Lux hat sich halt doch schon mit der stattlichen Armee. Erste Mini-Weg ist mit dabei. Könnte sogar einen Elevator-Drop spielen. Wir schauen einfach mal, was er hier genau vorhat. Ja, gucken wir uns natürlich die Foe an. Die Hellions. Die Buggies, die hier vorne wegbrutzeln. So, und wenn man jetzt mal auf seinen Observer gucken würde. Er hat es wahrscheinlich auf den Minenmap sowieso gesehen. Er hat jetzt hier einen zweiten Observer in Position. Natürlich auf Deadwing großes Problem. Die breite Choke. Dann später vielleicht noch hier den zweiten Destructible Debris und den weiteren Weg, den er da auch noch hat. Ja, und Tatsache, da sind 8 Marines drin. Das Problem für den Brutus ist jetzt ganz einfach, du musst an zwei Ecken aufpassen. Entweder er droppt hier hinten rein und, ja gut, reißt nur den Pylon ab oder so. Problem ist, wenn du zu lange wartest, kann er dir halt richtig, richtig viel kaputt machen. Aber er hat auch hinten schon reagiert. Rechnet hier mit dem Drop. Hinten ist eine Cannon drin, hier auch. Und das alleine macht es für den Terraner schon wesentlich, wesentlich schwerer, da reinzukommen. Was ist denn jetzt das Mini-Weg? Da ist es! Und da ist auch direkt der Drop. Da kommen ein paar Stalker reingeworfen. Und wir sehen, hier wird die Cannon gefokust. Und das ist gar nicht so gesund, weil das Mini-Weg hat hier mal als erstes rausgefokust. Schön gemacht. Kriegt ihr leider nicht alle Marines, hat nicht ganz hat nicht richtig gefokus feiert, aber das geht in Ordnung, kann jetzt hier noch ein bisschen was abziehen, aber trotzdem, Luxos kriegt hier seine Probes und fällt jetzt vorne nochmal mit Hades rein. Oh, kriegt beide Sentries und die Force Fields auch nicht gerade die besten. Nexus Cannon unten halt gedrained. Jetzt fahren die Hellions noch nach oben. Oh oh. Oh oh, was wird da reingeworfen? Ein Stalker. War wahrscheinlich noch ein Zealot im Rücken. Nee, es ist eine Sentry. Und die Hellions. Oh mein Gott, ein Shot noch. Da kriegt er nochmal. Schaut euch das an, das ist alles so angehittet. Kann er da nochmal ein bisschen Schaden machen? Ich glaube nicht. Hinten der Marine hat ins Gras gebissen. Und das hat auf alle Fälle erstmal für ordentlich Aufregung gesorgt. 13 Worker verloren. Ja, und plötzlich sind sie gleich auf. Nur halt mit dem Problem, der Terraner hat noch Mules dabei. Und das sieht man jetzt höchstwahrscheinlich auch im Income. Ja, fast, boah, das doppelte Mineralien-Income. Klar, Gas ist so weit vorne, aber das frisst der Protoss eh zum Frühstück. Und zum Mittag und dazwischen auch. Und jetzt kann halt der nochmal richtig harter Push hinterhergesetzt werden. Denn wir sehen einfach mal die Upgrades, die gleich rauskommen. Stim, Concussive Shell. Ja, damit kann die Marauder einfach alles slowen, bis zum geht nicht mehr. Und das Problem ist, jetzt gerade kommt das Robotics Bay. Das ist jetzt ein unglaublich schwerer Zeitpunkt für den Protoss, weil du hast noch keine Kolosse, du hast kein AOE-Damage. Deine Armee besteht halt aus, ja, was man hier sieht, Zealots, ein paar Sentries. Und wenn du einmal nicht richtig aufpasst oder nicht genügend Energie auf den Sentries hast, dann rennen die halt einfach drüber. Du kannst die Armeen nicht splitten und dann verlierst du instant deine Sentries und kannst halt damit nichts mehr anstellen. Jetzt auch mit 3 WEDX dabei. Das darf man nicht vergessen, wie viel die wieder rausfallen. Das einzig schön. Ah, wobei, Blink braucht halt auch noch 100 Sekunden. Oh oh. Malen, malen, malen. Pass auf. Ja, super. Ja, jetzt hat er natürlich seine Midiwex hier gezeigt. Auch wenn Malen nicht ganz im Bilde ist. Er wird wahrscheinlich wissen, was da jetzt los ist. Und ja. Problem, Mappeschubkummer. Ja, ganz knapp reicht. Kann ja auch direkt Nexus Overcharge setzen. Ja, eine Mini-Weg schon ganz gut angehauen. Kann jetzt natürlich keinen mehr setzen, hat hier vorne dafür nur einen Probe verloren. Muss halt jetzt hinten rein, wow, was das Zeug hält. Ne? Also wenn da jetzt irgendwie die Mini-Wegs reindroppen, wenn er den Quatsch einmal in der Base hat, dann hat er halt ein richtiges Problem. Und Luxus ist halt auch so eiskalt und schickt einfach eins nach dem anderen rüber. Dann werden weitere Depots. Also das sieht schon sehr, sehr gut aus. 57 gegen 36 Army Supply, 54 gegen 49 Worker. Ja, Instant Camp Tab. Da schauen wir nun mal ganz kurz rein. Wir schauen einfach mal in die Verluste. 14 Worker hat Luxus schon rausgenommen. Malen, ja, noch gar keinen. Units killed. Ja, letzten Endes in Mineralien ist das gar nicht so weit auseinander, was die hier gemacht haben. Dritter wird es auch erstmal nicht geben, da ist gerade wieder eine Probe zernichtet worden. Ja, und Kolosse ohne Range sind halt auch nicht so genial. Auch wenn hier drüben noch keine Vikings stehen. Ist halt auch so geil, dass der Observer hier direkt drüber steht. Und Luxus ist da noch nicht ganz so versiert drin, sich die hin und wieder mal anzugucken. Und da wird gepusht, ja. Und gegen den Koloss willst du ungern was machen. Schön nach vorne geblinkt, hier ein Midiweg rausgenommen. Ja, und das ist wichtig, dass man halt direkt zeigt, so, hey, mach keinen Blödsinn mit mir, wobei, da raufblinken, ist glaube ich auch nicht so die genialste Idee, weil die Marauder haben jetzt 1-0, Concussive Shell, und mit Stim, die treten halt die Stalker instant aus dem Leben. Und wenn da hinter denen die Zealots stehen, dann nach vorne zu blinken, nicht so geil, weil die Zealots kommen dann nämlich nicht ran.
Klar, die Kolosse hauen da von hinten einen drauf. Und ja, deswegen. Ja, wir sehen es hier. Doppel Viking Production. Zweites Starport kommt mit dazu. Vielleicht baut er hier sogar einen Reaktor noch dafür, damit er vier Vikings auf einmal bauen kann. Beziehungsweise durchgängig zwei Vikings plus zwei Medivacs immer. Aber die werden am Ende auch wichtig. Droppt hier nochmal richtig hart. Die Cannon ist noch nicht fertig. Die Stalker gehen hier direkt auf die Medivacs. Er will nicht, dass dieser Drop nochmal wegkommt. Cannon wird fertig. Und super abgewehrt hier von Marlin. Er wird nochmal gescannt. Ja, wie viel Schaden habe ich denn jetzt gemacht? Aber letzten Endes war das, glaube ich, gar keiner. Ja, wir sind bei Minute 15. Das ist doch relativ ausgeglichen. Luxus hier mit einem Vorteil, was die, also das Army Supply angeht. Aber durch solche Aktionen macht man sich natürlich die ganze Geschichte auch ganz schnell mal wieder kaputt. Von der Unit Composition her sehe ich eigentlich den Protoss momentan sogar noch im Vorteil. Er muss halt nur mit seinen Kolossen richtig stehen. Was mir da ein bisschen fehlt, ist halt das Harassment, ne? Also ich meine, hier drüben stehen auch ein paar Idle Worker rum. Aber hier mal, ja, einfach mal eine zweite Robo hinstellen und schauen, dass man vielleicht mal ein Warplus mal rübersetzt mit für der Letzteren. Das nervt halt unglaublich, weil der Terraner sein Reinforcement quasi hier vorne lassen muss. Wahrscheinlich so oder so dann ein paar Worker verliert. Das ist unglaublich eklig dagegen zu spielen. Gerade wenn dann jetzt auch gleich noch Charge fertig ist. Ein zweite defensive Upgrade kommt mit dabei. Moment, ist das das zweite? Ja. Nee, das ist schon Ground Armor Level 3. Also, da hat er schön die defensive Upgrades durchgezogen. Wird also früher oder später einfach auf eine Zealot Arcan Combo landen. Denn die Kolosse bringen ihm auf Dauer auf der Map hier nicht ganz so viel. Weil wir sehen, wie offen und breit diese ganze Map hier ist. Und da möchtest du wirklich, wirklich verdammt ungerne einfach mit Kolossen rumrennen, weil da kannst du flankiert werden. Die Vikings haben gutes Positioning-Möglichkeiten, auch hier über die Highgrounds und so. Da hast du halt unglaublich schwer, Vision zu kriegen. Das ist halt eigentlich einfach unschön. Und Malen fängt jetzt endlich mit dem an, was ich mir schon vor einer Viertelstunde gewünscht habe, so gefühlt. Er baut Pylons, fängt wahrscheinlich dann gleich an, da ein bisschen was reinzuwarpen. Hat nebenher jetzt noch den Templar-Tech. Aber gleichzeitig hat er halt das Riesenproblem, dass Luxus halt gleich Max Supply ist. Und irgendwann denkst du dir bei Max Supply, machen wir doch mal was draus. Greifen wir mal an. Jetzt 1-0 beziehungsweise für Mech generell ist gleich fertig. SCB ist auch mitgepult. Das wird eine ganz eklige Nummer für Malen. Ja, den dritten Nexus kann er schon mal vergessen. Auch wenn das hier alles aufklumpt und da nicht wirklich viel gemacht wird. Oh, die Vikings suchen eine Position, um da reinzugehen. Der Storm noch nicht fertig. Oh, die Vikings gehen jetzt nach vorne. Wie viele Vikings hat er da gekriegt? Ich glaube nur zwei, aber der Marauder direkt gegen an. Da verliert er auch noch die Sentry. Und wir sehen es, er baut einfach mal drei Vikings auf einmal. Und das ist auf Dauer ein Problem. Wir haben das gerade gesehen. Der eine Koloss einfach, ja, One-Shot weg. Einzig, was ich hier vielleicht als Problem sehe, dass hier nur drei Medivacs dabei sind. Also, Storm ist gleich fertig. Hat er irgendwo Templar? Er hat hier oben vier Stück. Die haben, glaube ich, auch genügend Energie. Die werden jetzt verdammt wichtig. Alles ist gesetzt. Luxos will hier die ganze Geschichte zu Ende bringen. Die Stalker gehen einfach nach vorne. Versuchen hier, die Vikings rauszunehmen. Natürlich nur kurz. Gehen dann hier auf die restlichen Units. Die ersten Storms. Die Vikings gehen hier ganz okay aus. Ja, die Marauder hier stehen komplett drin. Die Vikings kommen jetzt mit auf den Boden, aber die Marauder und Marines hier doch schon deutlich dezimiert. Nexus Cannon ist vorbei, weil der Nexus einfach mal zerstört wurde. Aber schon alles sehr hart angesimt, nur zwei Medivacs hier dabei, die Probes werden einfach mit dazugezogen. Also ich glaube, Malen kann das hier nochmal halten. Aber er geht ja auf alle Fälle mit der schlechteren Eco raus. Also schon sehr overstimmt hier. Jetzt wird hier nochmal der Immortal versucht rauszunehmen. Und der Arken, ja, der nervt jetzt natürlich. Also der Marauder kommt auch nicht mehr weg. Und jetzt ist es eigentlich an der Zeit, Malen muss jetzt gegenpushen. Jetzt muss er irgendwas machen. Denn jetzt gerade hat er die komplette Armee von Luxos geblockt. Hat er wunderschön gemacht in dem Fight. Hat einfach dafür gesorgt, ja, dass die Vikings alle weg sind. Die Storms haben gut gesessen. Luxos da ein bisschen wenig gemicrot. Und das hat man halt direkt gemerkt, wie sie beide im Army Supply gedroppt sind. Das Problem ist jetzt natürlich, ja, erstmal Nexus nachbauen. Er hat halt unglaublich viel Army Supply übrig gehalten. Und damit muss er jetzt was anstellen. Er kann natürlich hier vorne schnell reinforcen. Frag mich, warum geht er jetzt zurück? Ich meine, es sind Marines. Mit 2-2. Okay, die darf man auch nicht unterschätzen. Aber er hat doch das Blink. Warum macht er da nichts draus? Hat hier sogar noch einen Archon, der sogar schon Instructor ist. Ja, der Drill Instructor.
aber er gibt den Terraner gerade zu viel Zeit, da sich wieder rauszuholen. Schaut euch das Income an. 2000 gegen 300. Also, das macht er nicht lange mit. Schaut euch an, was hier an Units rausgeht. Ja, da kommt jetzt eine große Academy auch noch dazu. Weil er halt weiß, okay, da ist Storm auf dem Feld. Ja, und Malen, ja, der baut sein Netz schon wieder auf. Die Maintenance mined out. Junge, du brauchst eine Idee. Du brauchst eine Idee fürs Follow-up. Hier schon Long Distance Mining. Der hat halt gerade zwei Nexi verloren und traut sich deswegen null raus. Aber eben gerade hätte er so viel Schaden machen können. Das ist natürlich bitter, wenn man sich dann das Replay anguckt. Ja, Harassment auch hier jetzt nichts gelaufen. Luxus muss natürlich auch schauen, dass er eine vierte zurande kriegt. Die wäre dann hier vorne. Natürlich auch ein bisschen exposed. Oh nein. Oh nein. Da hat irgendjemand den Doomdrop-Button gedrückt. Oh, mit ein bisschen Pech. Oh, Malen. Sieht er das? Ich hoffe, er hat's gesehen. Es war halt hier am linken Rand. Ja, er sieht auf alle Fälle, dass da was kommt. Oh mein Gott. Also wenn er das Ding jetzt perfekt abfängt, dann hat Luxus ein richtiges Problem. Das sind drei Medivacs. Halt die alle jeweils voll. Das ist bei ihm 30 Army Supply. Das ist der Vorteil, den Luxus momentan hat. Oh, Malen hier mit seinem Warp Plus mal. Das wird, glaube ich, sogar noch gesehen. Wird das gleich gechased. Der Rest geht unten rein. Da geht schöne Feedbacks rein. Direkt Storm auf die Auslaseposition. Ja, komplett aufgesammelt. Schön defended hier von Malen. Und hier drüben das Warp Plus mal. Ja, das wird gerade gechased. Allerdings sind hier auch nur zwei Marines drin. Also die haben jetzt auch nicht die wahnsinnige DPS. Da kann man auch mal... Oh Gott, da sind zwei Templer drin. Uiuiuiuiuiui. Damit könnte man sogar den ganzen Spaß hier aufräumen. Ah, relativ viel Energie. Und hier patrouillieren die Vikings. Ah, da durch dieses Verteidigungsnetz reinzukommen, ist natürlich schwierig, aber mal... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Stormdrop. Da sind die HTs. Keinerlei Reaktion. Und da sterben erstmal richtig, richtig viele Worker. Ja, der andere HT wird gesniped, damit da nicht noch ein Arken entsteht. Alter Verwalter. Ja, und plötzlich 46 Worker Kill zu 39. Und malen wieder gleich auf. 90 gegen 83 Army Supply. Wie sieht es upgrade-technisch aus? Wir haben das 2-0 gleich fertig für den Protoss. Golden Waffen, ja, auch gleich komplett durch für Luxus. Das ist natürlich nochmal ein harter Boost in Verbindung mit Stim. Aber jetzt die dritte relativ spät für Malen. Natürlich hat er da gerade eine ganze Menge Worker zerlegt. Aber die sind Luxus, glaube ich, auch mittlerweile ein bisschen egal. Sie treffen sich auf Augenhöhe hier. Und jetzt geht es halt wirklich darum, wer hier die besseren freikriegt. Problem ist einfach Malen. Oh mein Gott, die HTs! Die HTs! Ist das dein Ernst, Junge? Die sind halt einfach free in die Ghost reingelaufen. Und jetzt engagiert er hier trotzdem. Die EPs gehen überall drauf. Oh, die sterben hier einfach an den Ghost Shots. Ah, oh, der Immo kommt da noch weg. Ja. Ah! Oh. Ja, jetzt will er auch. Jetzt hat er das Rote gesehen. Die Marines komplett totgestimmt. Oh, wenn der Storm getroffen hätte. Die wären halt direkt Katzenfutter gewesen. So, und jetzt ist wieder das Problem. Luxus hat ihn hier contained, hat selber keine vierte hingestellt. Ich verstehe nicht, warum er nicht einfach mehr expandiert. Er müsste wissen, dass er jetzt hier vorne ist. Sieht halt, wie klein diese Armee ist. Ja, eine EMP darauf, dann hat er ein richtiges Problem. Oh, die Ghosts wollten hier die Mothership Core. Ja, der hat nochmal panisch einen Time Warp draufgesetzt. War ein bisschen übertrieben vielleicht. Ah, die Storms müssen halt so unglaublich sitzen. Ja, wieder ein Templer weniger. Reicht halt ein Storm. Um da richtig für Spaß zu sorgen. Ein paar Marines sind da wieder down gegangen, aber die Range von den Ghosts ist natürlich auch ein riesiges Problem. Und ich glaube, die haben genügend Energie. Ein, zwei EMPs und die ganze Armee hier ist quasi quotentot. Dann wird der Rest mich draufstimmen. Jetzt gehen die Stalker mit ran. Gefällt mir eigentlich relativ gut, aber dadurch auch der Pull auf Luxus mal. Hier wirklich mit Argenproblemen. Die Arkans alle komplett schildlos. Bis auf der eine Junge hier. Der kann vielleicht noch ein bisschen was abhalten, kriegt aber auch noch eine MP ab. Die Zeldes blocken sich hier leider ein bisschen selber. Und jetzt die Widow Mines. Oh mein Gott. Kriegen den 3 auf einmal. Und Luxus tradet hier gerade einfach viel, viel zu gut. Hab 50 Supply mehr. Produziert hinten raus wahrscheinlich einfach nach. Drückt jetzt hier den Natural Nexus noch kaputt. Ist egal, da sind eh keine Mineralien mehr. Malen jetzt wirklich mit argen Problemen. Aber muss dazu sagen, Luxus Army doch sehr, 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 sehr am Boden. Und jetzt mit den weiteren Upgrades. Schau mal, 3-2. Nee, das wird einfach nicht. Das ist zu viel. So 3-3. Bio-Units, die treten doch schon einiges kaputt. Ja, da macht auch der Mothership Core nichts mehr wieder.
doppelte Supply jetzt. Die letzten Stalker bringen die in Sicherheit. Ja, ein High Templar ist da noch, der kann noch mal kurz feedbacken, aber da ist auch mehr schlecht als recht. Hier kommt das Reinforcements. GG! Und damit gewinnt Non-Esports Luxos hier gegen Malen sein Match. Ja, und das war Masters Monday für diese Woche. Weiter geht's nächste Woche. Dann vielleicht mit eurem Replay. Schickt sie mir einfach an mario.maske@gmx.de. Und wenn es gut ist, wird es dann dementsprechend eingespuft und kommt dann entweder am Mittwoch oder am Montag hoch. Nicht wundern, ich arbeite alles in chronologischer Reihenfolge ab. Deswegen, es kann ja einen Moment dauern. Danke fürs Reinschauen. Euer Bel Air.